بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wollte heute eine kleine Geschichte erzählen, und das ist vielleicht ein Grund und eine Bestärkung, die mich darin bestärkt, dass ich den Islam vor einigen Jahren angenommen habe. Ich war ein Mensch, der wirklich zum damaligen Zeitpunkt alles mitbekommen hat und alles so gut wie alles gesehen hat. Und ich hatte Kontakt mit den Menschen unterschiedlichster Klassen. Sowohl gebildete Menschen, reiche Menschen, als auch Menschen, die man vielleicht als unterste Schicht bezeichnen würde. Und ich habe Erlebnisse gemacht, ich habe die Menschen beobachtet. Was ich wirklich sagen kann, das ist einer der Hauptgründe, die mich auch mit dazu gebracht haben, den Islam anzunehmen, ist, dass ich die Menschen beobachtet habe. Und ich habe beobachtet, was die Menschen als Glück empfinden oder als Erfolg empfinden, und habe das dann analysiert und habe gesehen, dass all diese Dinge, die die Menschen als Erfolg oder Glück ansehen, wenn man sie detailliert betrachtet, eigentlich gar kein Glück sind, sondern und auch kein Erfolg sind, sondern Misserfolg und Unglück. Und vor kurzem hat mich aus der damaligen Zeit hat mich die Botschaft erreicht, dass eine Bekannte von mir, die zur damaligen Zeit sehr reich gewesen ist, gestorben ist. Und ich möchte kurz diese Geschichte erzählen. Eine Frau, die extrem gut aussehend war, ja, und ich war mit ihrem damaligen Freund befreundet, extrem gut aussehend war und sehr gut verdient hat. Sie hat, bestimmt 20.000 Euro monatlich verdient. Und das sind natürlich Summen, die nicht gerade schlecht sind. Immer die dicksten Autos gefahren. Ja. Immer Highlife und Konfetti. Party hier, Party da und dieses und jenes. Und schöne Häuser und schöne Taschen und schöne Uhren und schöner Schmuck und Schönheitsoperationen und das komplette Programm. Und ich habe mich auch damals mit ihrem Freund darüber unterhalten, was das Leben eigentlich glücklich macht, was einen glücklich macht oder was der Sinn im Leben ist. Und ich habe dann gemerkt, obwohl er so dicke Autos fährt und obwohl er Motorräder hat und dicke Uhren fährt und Reichtum hat und auch eine gewisse Anerkennung hat, denn wenn man Geld hat, ist man ja immer auch irgendwo anerkannt, habe ich gemerkt, dass er sehr unglücklich ist. Und er hat dann damals gesagt, ja, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Es ist doch eigentlich wirklich nur das dickste Auto zu fahren und Party und sexuelle Beziehungen etc. Und ich meinte dann auch damals zu ihm, dass das eigentlich ein Zeichen ist, dass er nicht wirklich glücklich sein kann und keinen Sinn im Leben hat. Und das war damals so die Wende, wo ich zum Islam gekommen bin. Und da habe ich mich halt mit ihm darüber unterhalten. So, jetzt, was habe ich jetzt vor kurzem erfahren? Und das sind wieder so Dinge, die mich im Nachhinein bestärken, dass diese Bekannte von mir, also diese Freundin von ehemaligen Ex-Freundin von meinem Freund, dass sie Selbstmord begangen hat. Das heißt, sie war jetzt ungefähr, ich habe ja gesagt, sie war eine sehr attraktive Frau gewesen, ja, und sie hat Tabletten geschluckt, woraufhin dann die ganzen Organe kaputt, sie hat das aber überlebt, also sie ist gerettet worden dabei, und daraufhin waren die ganzen Organe kaputt gewesen und im Endeffekt war sie dann ein Pflegefall und sie ist dann später an den Folgen von dem Selbstmordversuch gestorben. Also praktisch indirekt, eigentlich hat sie sich selbst ermordet, nur es hat dann etwas länger gedauert, bis die Tabletten gewirkt haben, so könnte man das auch sehen. Und hier sage ich, es ist wieder ein Zeichen, dass dieser Materialismus im Westen den Menschen nicht glücklich macht. Es ist tatsächlich so, dass wir es immer wieder sehen, dass uns suggeriert wird oder dass uns eingeredet wird, dass materieller Reichtum, Aussehen, Häuser, Materialismus an sich, dicke Autos, dass das etwas ist, was den Menschen glücklich macht. Und im Endeffekt sehen wir, dass das eine Falle vom Satan ist. Der Satan lässt uns unsere Taten im schönsten Licht erscheinen und im Endeffekt scheitert man. Und im Endeffekt sieht man, dass genau diese Leute dann diejenigen sind, die am Ende unglücklich sind und kaputt gehen.
Weil das Leben hat ein Ende. Und wenn man in dem Bewusstsein lebt, dass man morgen sterben könnte und dass es man nur für den Moment lebt, so viel Spaß zu haben, so viel Kick zu haben wie möglich, dann kann man nicht glücklich sein. Und deswegen macht der Islam einen glücklich, weil der Islam ein langfristiges Ziel gibt. Selbst wenn man ein Pflegefall ist, hat man noch ein Ziel, kann man noch etwas tun, kann man noch etwas verwirklichen in seinem Leben, weil man weiß, ich kann mit meiner Zunge bewegen und ich kriege dafür Hasanat geschrieben. Wenn ich sage, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Bäume werden gepflanzt im Jannah. Wenn ich sage, la hawla wa la quwwata illa billah, das sind Schätze im Paradies. Das heißt, man hat einen Sinn, man hat ein Ziel, man hat eine Perspektive. Aber hier ist es so, gerade bei schönen Frauen ist das oft der Fall. Sie sehen vielleicht besonders gut aus und sie haben besonders viel Angst, ihre Schönheit zu verlieren. Und sie verlieren ihre Schönheit. Denn natürlich, wenn die Frau 40, 50, 60 Jahre alt ist, sieht sie nicht mehr so aus wie eine 20-Jährige. Sie verliert das. Und sie verliert das, worauf sie ihre Identität aufgebaut hat. Und deswegen sieht man so oft, dass gerade hübsche Frauen, schöne Frauen im Alter unglücklich werden, weil sie in dieser Gesellschaft auf ihr Äußeres reduziert werden und in dieser Gesellschaft ihre Identität über ihr Äußeres aufbauen und dann diesen Stolz über ihr Äußeres auf ihr Äußeres aufbauen und im Endeffekt das, worüber sie sich identifizieren, verlieren. Und das ist dann das, was sie unglücklich macht. Und so ist es bei vielen erfolgreichen Menschen. Aber wenn der Mensch die Welt aus einer anderen Perspektive sieht und wenn der Mensch von der Welt aus einer anderen Perspektive gesehen wird, nämlich dass er ein Diener Gottes ist, und wenn er sich bewusst ist, dass sein Leben vorbeigeht und ein gesundes Verhältnis, ein gesundes Verständnis zu diesem Ende entwickelt, dann kann er glücklich sein, selbst wenn er auf der Intensivstation liegt. Und das sind Beispiele, die wir haben. Deswegen, für die Nichtmuslime, die dies hier sehen, frage ich, wollen Sie noch glücklich auf der Intensivstation sein? Denn irgendwann wird der Tag wahrscheinlich kommen. Ein großer Prozentsatz von den Menschen, die hier in Deutschland sterben, wenn sie nicht beim Unfall sterben oder plötzlich am Herztod sterben, landen auf der Intensivstation. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ich denke vielleicht 20% der Menschen, die in Deutschland sterben, landen vielleicht auf der Intensivstation. Das heißt, das Risiko ist sehr groß. Wenn Sie da noch glücklich sein wollen, dann nehmen Sie den Islam an. Aber noch wichtiger, was ist nach dem Tod? Denn der Sarg wird irgendwann zugehen. Irgendwann wird es vorbei sein. Mit jedem Genuss. Deswegen sagt der Prophet, Akthiru min dhikri hadi min ladhat. Vermehrt das Gedenken desjenigen, der Genusszerstörer ist. Dieser Genuss, dieses Essen, Trinken, dies, das, der Tod vernichtet ihn. Und umso näher man dem Tod kommt, ist es meistens so, dass je näher man dem Tod kommt, je mehr Genüsse werden zerstört. Das heißt, umso älter man wird, umso mehr Dinge, die man vorher als Genuss empfunden hat, kann man nicht mehr tun. Und dieser ganze Genuss ist ein trügerischer Genuss. Der eine trinkt Alkohol, fühlt sich 5 Minuten gut, danach hat er 10, fühlt sich ein paar Stunden gut, danach hat er den nächsten Tag einen Kater und nur Schmerzen. Oder hat vielleicht sogar irgendetwas Schlechtes gemacht, hat einen Unfall gebaut und was auch immer. Der Islam verbietet nur das, was schlecht für den Menschen ist. Führen Sie ein reines Leben. Kommen Sie zum Islam. Wenn Sie sagen, ja, ich führe jetzt schon ein reines Leben, dann sage ich zu Ihnen, kommen Sie zum Islam, dann führen Sie ein noch reineres Leben. Und werden Sie noch besser. Weil es gibt natürlich viele Menschen, die mir das erzählen, die sagen, was willst du mir erzählen? Ich lebe doch schon gut. Ich bin ein anständiger Mensch. Anständig nach welchem Maßstab? Nach Ihrem Maßstab. Ihr Maßstab wird Ihnen am jüngsten Tag nicht helfen, wenn er nicht mit dem Maßstab von demjenigen übereinstimmt, dessen Maßstab an diesem Tag zählt. Und Ihr jüngster Tag wird kommen. Der jüngste Tag, an dem Sie sterben werden. Sie haben keinen Zweifel daran, dass Sie sterben werden. Und kein Mensch hat einen Zweifel daran. Und wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die erfolgreich sind im Leben, in verschiedenen Bereichen, die Geld haben, die Autos haben, die Freude haben, die Frauen haben, die sexuelle Beziehungen haben. Und am Ende werden sie alle elendig krepieren. Oder einen Unfall haben oder was auch immer. Aber Ihr Weg wird in die Erde enden. Und deswegen suchen Sie jetzt nach der richtigen Religion. Und ich empfehle Ihnen hier, und auch natürlich für die Muslime, die zuschauen, einfach mal unsere Videos anzugucken. Und da empfehle ich zum Beispiel das Video, wie findet man den wahren Weg zu Gott? Das ist meine Botschaft von heute.
Vielen Dank. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.